Hi Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ark Night Cluster. Wir haben gerade Nacht, deswegen habe ich Gamma mal ein bisschen hochgedreht. Und wie ihr seht, hat sich ein bisschen was verändert seit letzter Folge. Ich habe ein bisschen um meine Base, meine provisorische Base Spikes gebaut. Die Öfen sind alle durchgebrannt. Ich craft mit der Charcoal, habe ich schon angefangen, Gunpowder zu craften. Um jetzt mir gleich die erste Flinte zu bauen, weil die Öfen sind überall voller Metall. Und dann würde ich die Folge erstmal damit beginnen, das umzuladen und zu sagen, was der Plan für die heutige Folge ist. Und zwar hatte ich heute eigentlich vor, dass ich zu einem Base fliehen wollte, den ich mir selber in einem Video angeguckt und ausgesucht habe. Und mal gucken wollte, ob der denn frei ist. Wenn ja, dann würde ich da gerne bauen. Fürs Erste. Und ja. Ich brauche dann nochmal die kleinen Bullets und die großen. Noch ein Visier. Zweimal. Und, ach, eine Axt hatte ich mir schon gebaut, Lost. Und ich habe mir noch seit letzter Folge so einen Aberration Glide Anzug gebaut und eine Full Flak Armor. Okay. Anscheinend hatte ich schon eine Axt gebaut, das ist jetzt ja wieder ganz Lost. Aber ja. Ich messe alles irgendwie ins Inventar und schaue, dass ich noch für zwei Scopes brauche. Und danach würde ich sagen, fliege ich auch schon los. Fehlt, glaube ich, Kristall. Ja. Habe ich jetzt nicht hier, muss ich dann erstmal drauf verzichten, aber. War ich nur auf die 200 Gunpowder? Vielleicht auf die Cure. Alles mit, ich krieg dann auch gleich alles auf. War ich davon 25, davon 15. So, nachdem alles nachgeladen ist, würde ich sagen, fliege ich mal zum Laser. Ich würde sagen, ich gönne euch dann nächsten Zeitraffer, bis gleich. Sind die Fladis. Ah ja, das ist der Spot hier. Dieser Brücke. Nein, nicht oben drauf, sondern ich hoffe nicht, dass es umgebaut ist, sonst bin ich gleich völlig tot. Hier ist er. Und er ist umgebaut. Und ich kann mir auch gleich mal einen mein Kristall haben. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich die Höhle hier abgebaut habe. Und die erste Base hier drin errichtet habe. Bis gleich. Okay, Leute. Und zwar muss ich jetzt den Base doch wechseln, weil ich kann hier diese Öfen nicht betreiben. Ihr seht, es ist Brennstoff drin. Ich kann auch nochmal Holz rein tun. Es funktioniert nicht, wahrscheinlich wegen dieser Wasserschicht hier, obwohl das eigentlich mal wieder gar keinen Sinn ergibt. Und anders kann ich das Ganze hier nicht bauen, deswegen muss ich leider wieder umziehen. Und da würde ich sagen, melde ich mich bei euch, wenn ich noch einen Baseboot gefunden habe. Nein. Okay, Leute, ich bin jetzt hier an meinem vermeintlich nächsten Baseboot. An der Ragnarokburg. Ich hoffe, die ist frei. Sieht aber nicht so aus. Das ist ein fettes Metallgeld. Ist 2 Stunden alt. Okay, dann nicht so gut. Fliege ich jetzt auch nicht hin. Oh, da ist eine Cave. Da ist die Ice Cave. Ach, dann kann ich nichts anderes sagen als die Suche geht weiter.
Ich habe euch überlegt, hier unten zu bauen, aber dann habe ich da Spam gesehen mit Steinschuldiges und dann habe ich den Laden hier gefunden. Ne? Ja, was soll ich sagen? Nicht so lecker. Wir sind schon seit 3 Tagen hier. Aber nee. Die forscht die erst seit 2 Stunden ungefähr. Wenn überhaupt. Ja. Muss ich mich mal weiter umsehen. Oh. Okay. Das noch mal Drive of High 1, oder? Ja. Ist das unten auch High 1? Nö. Das heißt, die Kollegen hier haben nicht so nette Nachbarn. Aber ich würde gerne wissen, was passiert, wenn die da oben, also High 1, von denen da unten gefunden werden, ja. Das wird, glaube ich, nicht so witzig für die High 1. Ja, dann suche ich wieder weiter. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier diese Brücke gefunden. Beziehungsweise gesehen halt. Und gefunden. Und ich würde sagen, dass ich mich jetzt erstmal hier aufbaue, weil wenn meine Tribe-Mates noch dazu kommen und wir uns hier relativ groß aufbauen können, würde ich sagen, ist das hier ein recht cooler Spot eigentlich. Weil der Boden kann halt nicht zerstört werden, muss ich jetzt trotzdem von welches bauen. Aber wenn ich hier ein großes Gate hinbaue oder eine Line aus kleinen Gates, ich glaube ja ein großes wird's. Und hier über die Base hinbaue, würde ich sagen, ist das eigentlich nicht schlecht. Dann baue ich jetzt so ein bisschen was von der Base auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Leute, ich bemerke gerade, mein Pete ist irgendwie abgehauen. Ich weiß nicht, was mit dem Pete irgendwie los ist oder so. Und er stand da hinten, ne? Ich habe ihn extra nochmal auf Anhalten gepfiffen. Ja, der ist einfach abgehauen. Dann würde ich sagen, müssen wir es in 180er mitnehmen. Okay, Leute, der Pete ist jetzt fertig. Ich habe den Grundstein der Base gelegt. Dann würde ich eigentlich sagen, war es das für diese Folge. Und in der nächsten Folge wird auch schon unser nächster, beziehungsweise der erste von meinen bis jetzt 3 Tribe-Mates kommen. Und ja, ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.